Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Euro Truck Simulator 2. Mal gucken, wie es bei euch nachher ankommt. Hab mir überlegt, ja, komm, wir machen jetzt mal was Neues. Da gab ja lange nichts mehr bei mir auf dem Kanal. Nicht wundern, ich nehme hier jetzt einfach mal ein paar Gesichter. Ne, der ist schöner oder netter. Wovon ich selbst so ein bisschen sage, okay, das ist, mag ich, finde ich gut, okay. Wenn ihr was anderes seht, gerne, ja, immer wieder gerne in die Kommentare. Ich mache jetzt erstmal für den Anfang so einen kleinen Mischmasch. Ich kann es ja noch verändern. Komme ich da nochmal hin? Ja, da muss noch was geändert werden. So. Laut. Ich sagen, wir nehmen den Standort nicht mitten in der Stadt. Ich kenne das Spiel. Ich habe den Vorgänger gespielt. Ja, und jetzt, wie es für euch schon klingt, ist das einfach im Moment ein bisschen zu laut. Einstellungen. So, schon besser. Ich habe jetzt einfach mal ein Darf ausgewählt. So, wir fahren noch mal mit dem jetzt. So, machen wir die F3 weg. Ja, ich habe ja mein Navi hier gleich drin. So, und da fahren wir im Prinzip von. Das hat er jetzt schon wieder. Alles klar. Also wie ihr seht, alles mit Pannen und so weiter und brauche auch nicht viel. Rechts. Links. Ich werde auch irgendwann anders fahren als jetzt mit Tastatur. Aber für den Moment halt erstmal nicht. Okay. Kleine, aber feine Strecke, die wir hier fahren müssen. Was ich halt an denen jetzt gut finde, ist zum Beispiel, dass sie haben, diesen das Navi gleich da unten, dann brauche ich es nicht so seitlich noch drin haben. Wie gesagt, ist halt eine schöne Sache für euch. Wenn ihr mir noch einen Trick verratet, wäre auch cool. Denn ich habe echt Probleme teilweise hier so ordentlich einzuparken oder wie man das am sinnvollsten macht. Gerne. Ja, Neuling, das war jetzt nicht gerade große Sache, ne? Auf jeden Fall alles klar, ja, kennt man ja. Jeder, der das Spiel kennt, danke. Ja, der weiß, wie es abläuft. Bei der Musik hoffe ich eigentlich, dass alles okay geht für euch. Bis nach Stuttgart, ja. Nehmen wir die paar Tonnen mal mit. Also jeder, der das Spiel kennt, gerne. Gerne. Ich habe es genommen, weil im Moment ist noch ein bisschen was am Schübbeln bei uns. Und ich habe in nächster Zeit ein paar Probleme mit... der kann man auch schnell jetzt... ich habe noch ein paar Probleme im Moment mit verschiedenen anderen Sachen. Also privat. Dadurch ist es auch dazu gekommen, dass ich lange jetzt kein Video hochladen konnte. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht ist das hier wieder was für euch oder auch nicht, müsst ihr mir ganz sagen, dann höre ich das Let's Play auch kurz wieder auf, ja. Wenn keine großen Rückmeldungen oder sowas kommt, mache ich das Let's Play einfach weiter.
Also niemand, der so sagt, ey, mach das nicht, finde ich voll scheiße. Bitte begründet mir auch, warum. Ja, damit ich so ein bisschen selbst einschätzen kann, ist das was oder sind die nächsten Sachen doch nichts, die ich mir so vorgenommen habe. Alter, scheiß Autofahrer. Ja. Verkehrsregeln beachten, bitte. Achtet darauf, dass ich das mache. Wenn nicht, Bescheid sagen, weil ist ja auch sinnvoll bei den meisten Sachen. Klar, es gibt Sachen, wo nee, sollte man nicht machen und ja, bla bla bla. Und Geschwindigkeit will ich gar nicht erst anfangen, weil ich das selbst weiß, dass ich mich seltenst an Geschwindigkeitsbegrenzung halte. Zumindest in dem Game hier. Warum auch immer, das ist halt leider so bei mir. Achso, ja, das Licht an. Ja. Sagt mir, wie es euch gefällt, wie es sinnvoll ist, wie. Ich bin auch nur ein kleiner Let's Player, ja. Da gibt es viel, viel größere. Sehen wir mal Tom an. Oder XQM Hose. Die beiden sind wirklich so die Gründe, warum ich vielleicht auch angefangen habe zu Let's Playen. Genau, kann ich es nicht definieren. Tom an sich einfach, weil er viel, viel mir auch geholfen hat bei manchen Sachen oder dadurch, dass er Spiele Let's Played hat, die ich gerne spiele, bin ich eigentlich auch dazu gekommen, yay, probiere ich dasselbe mal ein bisschen in der Richtung, ja. Und von daher, alles klar, das ist schon so eine Sache, ne? Gerne bei ihm mal auf dem Kanal vorbeigucken. Er macht viel in der Richtung. Also nicht in der Richtung jetzt. Er macht allgemein viel, hat viele Let's Plays am Laufen. Ich weiß, ich mache jetzt gerade wieder Werbung für andere. Das ist schlimm. Aber ich sehe es halt einfach so, wir sind alle so ein bisschen, haben alle ein paar Macken. Bei mir nicht zuletzt durch den Job jetzt. Nicht mehr so oft. Am Spielen. Ja. Jobmäßig mache ich ja was, was echt blöde Arbeitszeiten sind, aber hey, was soll's. Mit Teuken LP, das LP sollte eigentlich weiterlaufen. Wissen wir nur noch nicht, wie wir es hinkriegen, weil wir beide echt Schwierigkeiten in letzter Zeit haben, das Gesamte halt irgendwie hinzukriegen. Aufzunehmen, rendern und so weiter und so fort. Wird in letzter Zeit schwierig. Ich habe mir heute gedacht, ja, er kann nicht. Ich würde zwar gerne, habe aber nicht immer die ganze Zeit dafür. Von daher, wir gucken mal, was wir machen. Auf jeden Fall, dieses LP wird jetzt auf jeden Fall beinhalten, die Strecke bis zum Ziel. Ja, ich weiß, ist auch nicht erlaubt eigentlich, sollten wir auch nicht machen. Ja. Also bis zum Ziel nach Stuttgart war das, wenn ich es richtig. Ups, ich glaube, da bin ich ein bisschen zu früh schon wieder. So, jetzt müsste ich rüberkommen, ohne Probleme. So. Wie gesagt, ja, bis zum Ziel. Ausnahmsweise dadurch halt auch ein längeres, vielleicht so 20, 30 Minuten. Je nachdem. Von daher halt auch. Es ist so ein Let's Play, was eins, was ich noch geplant habe. Müsst mal selbst sagen, ob ihr das gut findet, ja. Ich habe so ein paar noch in Planung. Sollte eigentlich ein Infovideo werden. Bin ich nicht zugekommen. Hab gedacht, ach Mann, Mann, Mann. Irgendwie muss ich euch doch auch informieren und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ja komm, dann fängst du wenigstens eins davon an. Wenn das nicht sein sollte, auch gut. Aber ja, mal gucken. Ja, und dann habe ich mir überlegt, yes, wir machen das jetzt einfach mal. Also, dann sage ich euch mal, was so überlegt ist, was ich so gerne machen würde. Ob ihr das genauso seht, kann ich ja noch nicht sagen. Müsst ihr mir in die Kommentare reinschreiben, also wirklich bitte in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn euch das Let's Play jetzt hier ein bisschen gefallen hat oder auch infomäßig ein bisschen gefallen hat. Ich muss arsch aufpassen. Ja, dann Daumen hoch, dann weiß ich, okay, das gefällt euch. Was soll ich weitermachen?
Allgemein sind noch so Sachen geplant wie Microsoft Flying Simulator X. Da auch erstmal nur ein Flug. Der wird aber auch ein längeres Video sein. Also von daher, weil zum Beispiel bei bestimmten Spielen habe ich schon so eigentlich im Kopf, ja, wir machen das jetzt mal so und so. Und nicht meine 15-Minuten-Parts oder 20-Minuten-Parts, sondern einfach komplett, ja. Also das heißt, bei dem Flying Simulator wird am Anfang gleich eine Riesenstrecke auf uns zukommen, wo ich vielleicht auch ein Team brauche. Ja. Über was soll ich reden? Wäre auch sowas. Dann habe ich im Kopf AC, wenn euch das was sagt. Assassin's Creed. Müssen wir mal gucken, was wir dann für eins nehmen. Was für ein Assassin's Creed wir da nehmen. Komm, 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 hol mich noch. Was ich halt dafür eins nehme, müsst ihr auch ein bisschen mit sagen. Und alles klar. Und dann halt noch so eine Sache. Wie meint ihr oder was meint ihr zu so bestimmten Sachen? Ja? AC ist geplant, Mafia 2 habe ich überlegt gehabt, mache ich nicht. Dann habe ich gesehen, einer von denen, die ich verfolge, auch die machen sowas. Dann lieber nicht. Erstmal habe ich mir überlegt, dann stellen wir das erstmal hinten an. Aber wenn ihr sagt, ja, komm, wollen wir auch mal von dir sehen. Wäre cool, wenn du das recht schnell bringst oder sowas. Kein Ding. Ja, das wird jetzt auch erstmal ein längeres Video. Ups, nicht dann vergessen. So, mache ich gerne. Ihr seid ja auch, sag ich mal, so ein bisschen. Also, na gut. Familienmäßig, ja. Wie gesagt, das ist so eine Sache. Was Let's Playt man? Was gefällt euch? Klar, ich werde da auf jeden Fall nur Sachen spielen, die mir selbst auch gefallen. Also müsst ihr damit leben, wenn es jetzt euch gefällt, mir aber nicht, dass ich nicht spiele oder wenn ich sage, das passt nicht zu meinem Stil, müsst ihr auch damit leben. Oder nicht das, was ich auf meinem Kanal haben wollte oder so. Auch müsst ihr leider, ja. Bin ich ein bisschen eigen, aber immer wieder gerne Vorschläge. Ich probiere dann oder gucke dann, passt das zu mir oder kratze ich da das zweite Mal ab. Token-RP und ich sind noch am Überlegen, ob wir noch eins reinhauen. Also, wir haben ja auch die ganze Zeit bisher viele Spiele gespielt, beziehungsweise ein Spiel, ja. Und wir sind noch am Überlegen, ob wir noch eins machen. Was wieder so ein bisschen in die Richtung geht, ja. Ja, gut, mit meinen 15 Minuten komme ich auch gut heute drin. Also es ist nicht so viel länger wie meine anderen LPs. Ja, aber schreibt mal rein, was denkt ihr so? FSX wäre noch geplant. Dann nochmal ein Spiel, wo wir alle so ein bisschen gemeinsam theoretisch spielen können. Star Wars The Old Republic, also ein MMO. Was wäre noch so in meinem Kopf gerade? Also es sind viele Spiele auch in meinem Kopf, die ich mit euch spielen würde gerne. Müssen wir mal gucken, inwiefern ihr das wollt oder auch nicht wollt. Oder inwiefern ich die halt spielen möchte oder nicht. Rüber. Und ja, von daher immer wieder gerne. Ich weiß, dass ich gerade zu schnell fahre. Mach ich gerade ein bisschen bewusst, weil ich habe nicht so viel zu erzählen. Auch wenn viele sagen, ja, du erzählst cool und so weiter, höre ich oft in meinem Umfeld so, ja, du erzählst viel zu viel und so weiter und so fort. Mache ich auch gerne, ja. Gebe ich ganz ehrlich zu. Mal gucken, was oder wie ihr darüber seht, ob ich noch mal ein paar mehr mit Story spielen soll.
What? Was ist das denn für ein Diesing-Bug? Oder allgemein, was ihr gerne haben wollt, ja? Wie zum Beispiel, das müsst ihr mir auf jeden Fall noch erklären, wie man das ordentlich einpackt. Das kriege ich nicht hin. Ja, ausgezeichnet. Hey, 2 Stunden. Und hat genau in meinen Zeitplan gepasst, ey. Das ist ja Hammer. Und wir sind auf Level 2. Alles klar. Hochwertige Fracht fände ich sinnvoll. Machen wir jetzt auch mal. Und meine E-Mails. Hey, cool. Bla bla bla. Was schon leistet sich? Achso. Alles klar. Da werden wir uns erstmal noch nicht so schnell hinbegeben. Ich werde erst noch mal ein bisschen auf diese Art von setzen, auch wenn ich dafür nicht so viel Kohle kriege. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr sagt, mach weiter so, Daumen hoch. Wenn ihr sagt, mach vielleicht doch mal was anderes oder mach, welches Let's Play soll ich noch anfangen oder so. Ich muss ein bisschen aufpassen, wegen meiner Zeit, die ich nur sehr wenig habe im Moment. Ja, dann sagt mir das. Fände ich cool. Ja, von daher sage ich jetzt Tschüss und mal gucken, wie das Video ankommt. Vielleicht gibt es dann auch schnell wieder ein zweites. Also dann, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Ja, wie das bei euch auch immer heißt, schreibt es auch rein. Kann ich euch auf dem Dialekt verabschieden, auf jeden Fall. Von daher, Tschüss, euer lieber Chris LP.